Das ist halt so das Denken. Ja. Das läuft automatisch ab. Ja. Und was man irgendwann einmal sehen muss, diese ganzen Theorien, die enden in einer ganz einfachen Erkenntnis. Die einfache Erkenntnis ist, dass, ich fange mal anders an, wenn du jetzt ein Autor bist, ein normaler Schriftsteller bist und du schreibst einen Roman, Ja. dann muss dir klar sein, dass alles, was du dir ausdenkst, so ist, wie du dir es ausdenkst. Das heißt, diese Romanwelt, was ich immer auch immer dein Lebensbuch nenne, wurde letztendlich von dir selber geschrieben, aber nicht von dem, der sich selbst erlebt in den Roman als Figur. Das ist praktisch die Ebene drüber. Und jetzt ist natürlich, Verträumende. dass alles, jeden Menschen, jeden Charakter, den du dir ausdenkst, der ist genauso, wie du ihn dir ausdenkst. Das ist auch die Metapher mit dem träumenden Geist. Und das rauscht einfach so durch. Man geht immer und immer wieder in die Vergessenheit. Das ist dieses Beispiel, wo ich wirklich, ich sage immer, tausende Male, 11 Male, dann eigentlich bloß einmal erzählt habe, wenn du es verstanden hast. Die Wiederholungen, die sind deshalb da, weil du es nicht verstanden hast. Und was jetzt wichtig ist, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, man hat ja immer die Metapher von täglich grüßt das Murmeltier. Erst mal was, dann startest du in einem Tag mit einer hier und jetzt ausgedachten gewissen Vergangenheit ein. Du wirst abends wieder ausgeschaltet. Und du kannst dir nicht raussuchen, als wer du als wach wirst, als wer du wach wirst und wann du wach wirst. Natürlich wirst du jetzt wach, aber du wirst immer an einem bestimmten Tag in dem Lebensbuch wach. Das heißt, wenn wir das ganze Leben uns jetzt vorstellen als ein Programm, als eine Datei, das heißt, du startest ein und du wirst immer an einem gewissen Punkt wach. Aber in dem Moment, wo du an einem Punkt wach wirst, hast du im Hintergrund, im Arbeitsspeicher eine bestimmte Vergangenheit, die natürlich erst wieder existiert, wenn du dran denkst. Was ich jetzt aber Vergangenheit nenne, ist ja schon wieder ein Fenster, wo du dich schon wieder in eine gewisse Stelle rein fokussieren musst. Weil das immer jetzt ist. Und wenn du mit Lichtgeschwindigkeit denkst, was der Fall ist bei Geist, Geist wechselt die Informationen mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt, jede Information taucht jetzt auf, aber sie verschwindet auch jetzt. Dann kann ich sagen, ja, wie sieht es dann aus? Und das entzieht sich jetzt deiner Vorstellbarkeit. Es ist aber durchaus vorstellbar, wenn du es verstanden hast. Weil das ist das Chat-Denken. Die meisten Zeiten denkst du eh in Chats, also in Kollektionen. Und dann ist es ein Denken, ohne dass du an was denkst. Und Bilder entstehen dann erst, wenn du dich in die Struktur reindenkst. Das klingt jetzt unendlich kompliziert und es ist wie mit allen Sachen. Wenn man es kann, ist es das Normalste der Welt, dann hast du diese neue Normierung. Was mir jetzt wichtig ist, ist immer die Sache, solange du eine Vergangenheit setzt, ist auch eine Zukunft da. Erinnert dich einmal an ein altes Beispiel von mir, wo ich gebracht habe, hier mit dieser Fernsehserie Dallas. Das hat sich hier definitiv, und ich mache jetzt das ganz einfach nochmal, dass das eine Fernsehserie ist und jedes Mal in der Fernsehserie, irgendwann einmal ist er heimgefahren auf seine South Fork Ranch und dann ist eine kurze Kameraeinstellung, wo sich der JR ein Whisky einschenkt. Und jetzt sollte ein Glas sein, jetzt denkt man vollkommen raumzeitlich normal, dass die nicht jedes Mal bei jeder Folge, die wöchentlich gelaufen ist, diese Szene gedreht haben. Dieses kleine Ausschnitt, dieses Bildschnipsel, wo dann die Kamera praktisch auf das Whiskyglas schwenkt, wo er den Whisky einschenkt. Das wurde einmal gedreht und es wird halt dann einfach, wenn die Serie geschnitten wird, wir denken jetzt normal chronologisch raumzeitlich, wird es mit reingeschnitten. Und Stellt. jetzt ist, wenn wir diesen Punkt als das absolute Jetzt nehmen, ist bei jeder Folge ein davor und danach. Und in dem Moment, wo ich das davor austausche, wenn er sich im Whisky eindenkt, steht, gehört zwangsläufig das danach dazu. Das ist wie wenn ich jetzt hier um ein Kreuz so Striche aufspanne, wo ich sage, jeder Strich dreht sich um diesen Mittelpunkt, wo der Whisky, das Lebenswasser übrigens, das Lebenswasser eingeschenkt wird, weil das immer eingeschenkt wird im Hier und Jetzt. Und du denkst jetzt, wenn er den Whisky einschenkt, dann sagen wir jetzt einmal, das bist du, wirst du dir denken, was war heute Morgen, wie ich aufgestanden bin, was war vor 2 Stunden? Und dann steht aber auch, was in 2 Stunden kommen wird, schon fest. Aber das kannst du auch bloß jetzt denken. Das heißt, das, was ich als Transversale mache mit dem Jetzt, dass du dich erinnern kannst, das heißt, du steigst in deine Erinnerung hinunter im Jetzt und du kannst was hochrechnen,
Was aber natürlich das, was du jetzt gedachterweise hochrechnest, ist bloß eine Vorstellung. Was dann kommt, wird eigentlich von der Vergangenheit bestimmt, das Wunschdenken. Und wir sehen ja jetzt, was du gerade gesagt hast, um normal zu bleiben, dass alles in der Waage ist. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir in 2 Wochen oder nächste Woche in Urlaub fahren? Es ist vakant, es ist letztendlich, du musst dich überraschen lassen, du hast keinen Einfluss drauf. Genau, ja. Und jetzt ist also die Sache, dass wenn man den Mull mit dir auch nicht mehr macht, man, dass du in einem Zeitfenster bleibst, immer zwangsläufig von Abend dieses Carpe Diem, lebe den Tag, vom Aufstehen bis zum Einschlafen. Ja. Ich mache immer so den kleinen Trick, wer weiß, ob ich morgen wieder als der aufwache, der ich heute zu sein glaube. Ich glaube. Aber jetzt ist es so, dass jeder Moment, der heute passiert, jetzt passiert. Jetzt schiebt sich das in das absolute Jetzt zusammen. Das heißt, die Vorstellungen von Zeit, ich mache jetzt wieder hier unser kleines Video, das wir abspielen mit einer Tondatei, Entschuldigung, kleine Tondatei, und du drückst auf Start und dann hörst du eine Sekunde. Jetzt mache ich eine andere Datei und du hörst 1000 Jahre. Ja. Und du merkst, es dauert eigentlich gleich lang, bloß die Vorstellung ist anders. Ja. Die Vorstellung von einer Erdkugel ist eine andere Vorstellung, wie dann die Vorstellung von einem Tischtennisball. Ja. Aber du denkst immer nur an eine Kugel und dann denkst du dir eine gewisse Größe. So ist. Und genauso ist es, Raum und Zeit ist im Prinzip bloß eine Vorstellung. Ja, genau. Und das Checking kann man jetzt schön, wenn ich immer wieder sage, mit der Buchseite, die du vor dir hast, wo du alle Worte gleichzeitig siehst. Aber wenn du ein Geräusch aus einem Wort machen willst, musst du dich auf ein Wort fokussieren und das Wort selber wiederum, ich kann es nicht oft genug wiederholen, was die Worte in der Zeile sind, sind die Buchstaben im Wort. Ja, genau. Also, ob jetzt da Worte stehen in einer Zeile, die ja alle gleichzeitig da sind, oder ich schaue nur ein Wort an und dann stehen Buchstaben da, die alle gleichzeitig da sind. Ja. Und sobald ich das ausspreche, entsteht die Illusion von Zeit. Wenn ich Wassermelone sage, Wassermelone, kann jetzt aber auch einen Satz lesen. Genau. Ich bin immer hier und jetzt. Ja. Wassermelone. Und ich merke, der Zeitrast, ich habe jetzt versucht, ziemlich gleich lang ausgedachterweise das Wort Wassermelone genauso lang auszusprechen, zeitlich, was du Zeitvorstellung hast, wie diesen Satz, ich bin immer. Ja. Jetzt ist aber die Worte als Einzelabschnitte, ist wie die Buchstaben, wenn ich Wassermelone sage. Mhm. Es zacht sich immer feiner. Ja. Aber das Fenster bleibt sich gleich. Gleich. Und im Hintergrund ist immer alles gleichzeitig. Und wenn ich jetzt tiefer reingehe, dass ich jetzt die Buchseite nehme, die Zahlen, kann ich keine Geräusche mehr draus machen. Es spielt sich im Jetzt ab. Yeah. Wenn man das verstanden hat. Ich habe hier zum Beispiel ein Video laufen mit dem dritten Auge. Das wäre jetzt ein schönes Beispiel, wenn ich sage, das esoterische Geschwätz. Ich suche das einmal schnell her. Ja. So. Das dritte Auge. Machen wir da mal. Lass dich einmal ganz kurz laufen. Augenblicke. Das ist schon mal Augenblicke. Wir wissen ja, wenn wir das hebräische Wort, also das Wort hebräisieren, AGN. GN, Becken. Das sind unsere Becken, aber ich sage immer rot-blau, das ist rot gelesen, der Schöpfergeist ist bewusstes geistiges Sein. Es-Ein, Ein, Bewusstsein, das mit einem Elef geschrieben, also Ein. Wir sagen ja hier nicht Sein, sondern Sein. Bewusstsein ist nicht existierend. Ja. Wenn wir es blau machen, die Schöpfung, die unbewusste Schöpfung, du bist ja unbewusst schöpferisch als träumender Geist. Weil dir als träumender Geist durch die Verwechslung mit deiner Persona gar nicht bewusst ist, dass du letztlich als Geist deine Gedanken aus dir herausschöpfst, aus dem einen, aus dem Nihilo, wie ich das nenne, Creatio ex Nihilo, die Auswahl aus dem Nichts. Und dann ist dieser unbewusste Geist, ist jetzt das Gehirn, der Verstand, der Intellekt, und der erzeugt schöpferisches Gehirn, erzeugt eine Existenz, etwas Existierendes und ist selber eine Existenz. Und das sind natürlich Becken und dann haben wir die Polarecken.
Ja. Was natürlich wir noch lesen können, ist C. C Quadrat steht immer für Licht oder für ABC, für den dritten Buchstaben, für Geist. Der dritte Buchstabe steht 3, steht für die Synthese. 1 These, 2 Antithese, 3 Synthese. Ja. Ob ich das jetzt ABC oder Aleph, Bet, Gimmel nenne. Genau. Und darum ist das C das Licht, das geistige Licht. Da kann ich jetzt lesen, zum Beispiel im Licht. Im Licht, ja. Ist Ken. Wenn ich einmal das CK herausschmeiße, dann habe ich dann Ken. Ken ist unser Fundament, das heißt etwas überlegen und Lügen verbleiben. Ja. Und dann kriegst du natürlich den Enosch. Das Facettenlicht, in dem Flan steckt der Enosch, Anosch mit drin. Ja. Wir können natürlich auch Flat das Wunder lesen. Das Wunder deiner existierenden Logik. Genau. Das ist das, jetzt musst du geistig flexibel werden. Und wir haben Augenblicke. Ja. Die Augenblicke sind Beckenblicke, das heißt, du sitzt im Zentrum des Tetraederspiegels, das ist diese Symbolik, wo du jetzt mit Basic fassen kannst, wie ich das nenne, und du schaust immer nur im Blickwinkel rein. Ja. Und das ist Sache bei unserer Sinuskurve, dass die Sinus, den wir aus diesem Einheitskreis gedanklich heraustragen, auf eine Zeitachse stellen, ja. Diese Blickwinkel sind ja alle gleichzeitig da. Das ist wie mit den Gegenständen in unserer Küche oder den Zimmern in deiner Wohnung, in deinem Haus. Genau. Wenn du an das Haus denkst, ist alle Zimmer und alles, was da drin ist, gleichzeitig da. Das ist ein Ordner. Ja. Es ist immer diese Kollektion, wo du im Jetzt irgendwas herausselektierst. So weiterentdeckt. Sehen scheint viel mehr zu sein, als Experimente jemals messen können. Sehen. S-E-N. Bewusstsein ist eine Ehe-Existenz. Das ist eigentlich der Adam. Das ist Denker und Ausgedachte. Seger wenig Körper. Ja. Das ist die große. Das Sehen selber, das geistreiche Sehen ist eine Ehe-Existenz. Ja. Und das ist mehr. Was genau aufpasst, was die gesagt hat. Mehr als. Ganz gleich nochmal zurück. Moment. Sehen scheint viel mehr zu sein. Es ist viel mehr. Aber VI ist ja bistabil, ein bistabiler Gott ist viel mehr. Ich kann VL. Genau. Bistabil aufgespanntes L, das ist Gott, oder mit 70 geschrieben ist es das Joch. Ja. Du hast nur eine Seite. Das S, dieses bewusste E-Existenz, ist eine bistabil aufgebaute Gedankenjoch, etwas Hochgehobenes, einseitig, mehr. Das ist das Mehr. Sobald eine Vielheit entsteht, müssen wir Gedankenwellen aufschmeißen. Ja, ja. Das ist ja ganz klar, der Deutsch-Ivri gibt einen ganz klaren Kontext. Genau. Experimente jemals messen können. Experimente. Ex heißt heraustreten, Bari heißt ringsum. Ringsum. Auf Griechisch. Ja. Das immer. Umherum. Ganz interessant, die wahrgenommen, HR hebraisiert, HR ist ja der Berg. Berg. Und das ist eine aufgespannte Gestaltwertung. Genau. Ringsumher, um dich herum. Das ist dieses, was ich sage, wo du dich hin fokussierst, wenn du das Bild anschaust. Aber immer aus der Mitte. Das Vorher schaust du an, dann fällt dir das hinter dir. Du kannst nach oben schauen, fällt dir das unten. Du siehst hell, dann fällt dir dunkel. Aber es ist im selben Moment auch im Hintergrund. H-Inder. Die Wahrnehmung in dir hat immer das Inner, H-Alb und das Außerhalb. Und darum sind die zwei innerhalb und außerhalb, die zwei B am Ende zusammengezählt, geben dann die 4, das gibt die Öffnung. Genau. Du bist dabei? Ja. Jetzt pass auf. Dann, wenn wir mit dem inneren Auge... Dann. D.A., die geöffnete Schöpfung, N.N. sind zwei Existenzen. Existenzen. Da kommt es nun her. Mhm. Unsere 50, unsere Existenz. Was übrigens ganz interessant ist, wenn wir jetzt das nun, N.U.N. schreiben. Das ist Entartungen verursachen. Mhm. Das heißt, die Art, die du bist Geist. Ja. Eine Entartung ist, wenn du dich zu einem Affen machst. Ja, dann tust du degenerieren. Das Wissen, DE 470, wird jetzt generiert. Genau. Absterben, was du sagst, da löst sich was auf. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass das AB aus 1 wird 2, das heißt aufblühen, als AF ausgelesen. Ja. Und das ist jetzt praktisch unsere
raumzeitlichen Erscheinungen sind erweckt die polare Existenzen. Das SDR ist natürlich immer, wenn man das ich strecke eine Ecke, du weißt, wie oft ich darauf eingegangen bin. Genau. Das hat natürlich alles immer zwei Seiten. Das ist erst einmal ein Geheimnis. Ja. Der Geist ist Haim. Mhm. Und dann ist die Existenz an der intellektuellen Raumzeit hinten dran. Das müssen wir blau machen. Ja. Sonst sage ich auch immer, geh heim. Da tun wir jetzt hier zwei H, das machen wir doppeltes H. Geh einfach wieder Hayom, geh wieder zurück ins Meer. Ins Meer. Mhm. Dieses Meer ist das Licht des Ich. Heimlich und K-Eid heißt wie buchstabiert. Das machen wir wieder blau. Genau. Dann ist es ein Versteck. Versteck. Aber jetzt ist es VR, Bistabel. Das V steht immer, wenn wir dran denken, das kann die eine, es kann hell oder dunkel sein. Das ist das V, wenn man draufstehen, kippt nach rechts oder nach links. Ja, das ist nicht in Balance. Das ist, das kann man durch immer rot-blau. Das ist ein erwecktes, raumzeitlich gespiegeltes Eck. Eck. Darum heißt es auch widerlegen. Ja. Das ist natürlich interessant. WI, doppelt aufgespannte Intellekt, wird sogar in einer geöffneten Berechnung. Okay. Die R ist die Generation und es ist Legen, das ist ein auseinandergeschmissenes Gehirnsein, Gehirnexistenz. Gut? Ja. Es ist, wenn man das einmal drauf hat, das ist, ich sage, jedes Wort ist das komplette, eine komplette Erklärung. Mit Holofilling kannst du sofort entschlüsseln, wesentlich genauer wie jedes normale Lexikon, das dich immer nur von einer Irre in die nächste führt. Ja, ja. In die Welt des Nicht-Sichtbaren tauchen. Wenn wir in die Welt des Nicht-Sichtbaren tauchen. Der Zugang zu tieferer Wahrnehmung. Durch den spannenden Blickwinkel des dritten Auges. Durch den aufgespannten, durch den spannenden SB, das Spannen beginnt eigentlich schon mit SB und SB, wissen wir, heißt raumzeitliches Wissen und das ist das hebräische Wort für eine Schwelle und für ein Becken. Jetzt merkt man, dass sich die Puzzlestücke, wenn man die Grundlagen hat, zusammensetzen. Und wenn man das erste Mal hört, hört man, versteht man nur blauen. Das sind die polaren Ecken. Ja. Das ist Shin Waf Elle, die Schwelle, die logische Welle. Was jetzt wichtig ist, was jetzt wichtig ist hier. Man kann jetzt ins Internet gehen und dann gibt es so Meditationsvideos, wo man dann in das dritte Auge versinkt mit der Frequenz und mit der Frequenz. Das ist alles eine Mischung aus raumzeitlich-esoterischen Nachgeschwätz, weil schon das Wort Frequenz, wenn ich das nachschaue, das lateinische Wort und die Sequenz, dass das nichts damit zu tun hat, dass sich irgendwelche Wellen durch Raum und Zeit bewegen. Ich spanne immer wieder Zeitfenster auf und dieses Hineinsinken in das dritte Auge, das ist dieser Mittelpunkt, wenn du unten hinschaust, an dem alles entspringt und du schaust, ich mache es ja bloß immer so oben und unten, aber genau genommen definierst du das oben und das innerhalb und das außerhalb. Aber das, was innerhalb ist, was du dir denkst, denkst du immer um dich herum in irgendeine Richtung, was ich sage, mit oben, unten, da kann man alle Orden austauschen. Und jetzt ist es ganz einfach, das dritte Auge, dieser Punkt, in dem sich alles befindet, aus dem gar nichts herausgehen kann, das ist das Zentrum des träumenden Geistes. Und dieses Zentrum, Kendrum heißt ja nicht mit L-Punkt, das ist ja nur übertragenerweise, sondern das heißt Stachel. Und jetzt, wenn ich das rot mache, heißt es hier, das bewusst immer seiende SD ist der Brudergott. SD, ach, heißt Bruder, der Schöpfer der Kollektionen und das ist Gott. Das ist der Stachel. Darum heißt der Stachel auch Zentrum, der Mit-L-Punkt. Und in diesem Punkt, und das ist, denk an die Beispiele, wie oft ich das gebracht habe. Du denkst jetzt schlichtweg und einfach zuerst einmal an dich. Dann sag ich, was denkst du, wenn du an dich denkst, an deinen Körper? Aber jetzt machen wir es einmal anders. Jetzt sage ich, jetzt, wenn du an den Körper denkst, dann machst du mal an den Körper die Augen zu. Und jetzt mach dir bewusst, dass du, wenn du an deine Augen denkst, bei geschlossenen Augen, dass du die zwei Augen vor dich hin denkst. Und jetzt kannst du diese ausgedachten geschlossenen Augen in der Augenhöhle drehen, dann spürst du förmlich unmittelbar vor dir diese Kugeln, wie sie sich drehen. Wenn du die aufmachst, was du schon abdenkst, weil dann hast du wieder Bild, dann vergisst du deine Augen. Ja. Aber ob du jetzt an deine Augen vor dir denkst, die geschlossen sind, oder du denkst irgendwelche Bilder, dann existieren die Augenlinge nicht mehr, weil du sie ja nicht mehr denkst. Und dann kannst du, wenn ich jetzt deine Hand denkst und du klopfst oben auf den Kopf,
dann wirst du feststellen, dass oben, dass du an den Haaren zupfen kannst, wenn du welche hast. Dann hast du den Eindruck, wenn die Augen geschlossen sind, dass das über dir ist. Musst du wirklich ausprobieren. Weil die Informationen befinden sich immer in dem Punkt. Das ist das Zentrum. Das ist das dritte Auge. Und darum ist auf Hebräisch das Auge auch die Quelle. Ja. Das ist unser Ayin mit 70 gelesen. Das ist immer das Schöne, wo ich sage, wenn du das A und das 70, die zwei lautlosen Zeichen, das ist hier das Mundöffnen und das ist die Gurgel öffnen, innen, die innere Öffnung, und das ist praktisch das illusionäre Außen um sich herum aufbauen. Ayin heißt nicht existierend, das Nicht-Vorhanden-Sein. Ja. Jetzt der Mittelpunkt, den wir uns jetzt ausdenken, ist ja eigentlich auch schon wieder was Ausgedachtes. Natürlich. Und wenn ich jetzt da 70 draus mache, das wird genauso ausgesprochen, Ayin, dann heißt es zum einen, jetzt hast du mal die Quelle, jetzt haben wir unser Quä. Quä. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Das weist immer auf ein Vorher und ein Nachhin. Jetzt bist du schon im raumzeitlichen Denken und das heißt auch Auge. Dieses Ayin. Ja. Und jetzt ist es interessant, dass das Hineinsehen in die Quelle. Du schaust in das Quä hinein. Wenn ich sage, das Quä im Lateinischen, affin aufgespannte Existenz, machen wir mal, oder affin aufgespanntes He. Das kann man nicht oft genug, wenn ich jetzt die Kleinigkeiten, wenn ich jetzt bringe, da baut ja alles drauf auf. Darum muss man das immer wieder wiederholen. Genau. Das ist ein Partikel im altindischen Griechisch, weil das Altgriechische kommt ja aus dem Sanskrit. Ja. Aber jetzt machen wir dem folgende Wort angehängt, sind zu anderen an das Vorhergehende. Jetzt machen wir ein Vorher und Nachher, wo ich am Anfang gesagt habe. Ja. Jetzt entsteht und jetzt ist sowohl als auch, da ist. Wenn du in der Mitte bist, ist Vergangenheit und Zukunft, das sind die zwei Teile von dem, was in der Mitte ist. Du kannst aber immer nur in eine Richtung schauen. Du kannst an morgen denken und an gestern denken, aber beides denkst du jetzt. Du kannst nach vorne schauen oder nach hinten schauen, nach oben oder nach unten schauen. Darum heißt es, es ist sowohl als auch. Es ist da ist beides. Du schaust aber nur eine Seite davon an. Eine affin aufgespannte Wahrnehmung. Ja. Und dann so immer wieder in unserem Sinn, wenn ich die Conditio sine qua non, schöner Satz lateinisch, die Bedingung, ohne die nichts geht. Geht. Eine bewusste intellektuelle Existenz. Wo doppelt aufgespanntes Kreisen erscheint dir fern, außerhalb, um dich herum. Fern. Ich will es da nicht ein aufblühendes Erwacht. Okay. Wenn das Gegenteil und etwas Gegenteiliges vorhergegangen ist, ist im Prinzip dasselbe. Darum haben wir dann den Sinn mit 2N oder die Sinne. Das ist die eine Wahrnehmung. Du brauchst zumindest eine Wahrnehmung. Darum heißt es ohne Gegensatz. Genau. AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die erweckt wird. Wird erweckt, ja. Und gibt es überhaupt nichts. Kreisende Wahrnehmung ist existierende Wahrnehmung. He, I als I lesen. Wir können das natürlich auch als 70 lesen, ein existierender Augenblick. Dieser existierende Augenblick führt uns zwangsläufig zu einem bewegten Bild auf dem Bildschirm. Genau. Das erscheint jetzt beweglich, wenn die Fußballer hin und her laufen auf deinem Monitor. Das, was ich jetzt symbolisch das Auge nehme, ist ja praktisch nicht anders aufgebaut durch die Retina. Ist nicht anders aufgebaut wie ein Monitor. Moni ist mein Mono, könnte ich sagen. Mon heißt übrigens Urteilen. Unser Mann. Und sie macht sich. Mann, vor was sollen wir leben? Leben ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz und dieses Leben ist letztendlich die Illusion einer Bewegung. Ein Schwanken, sich bewegen, ein Schwanken, Schwanken ist immer ein Auf und Ab. Es bewegt sich nie in deinem Kopf irgendwas von A nach B, wenn du durch die Wohnung läufst. Es ist ein Austauschen von Bildern. Du weißt, wie oft wir das durchgespielt haben. Ja. Jetzt so viel zum Thema drittes Auge. Das ist alles, wenn ich sage, ich klinge so, als Udo klinge ich so unendlich arrogant, wenn ich sage, das sind alles Deppen. Und du weißt, ich sage immer wieder Deppen. Deppen ist, ich will es nicht reparisieren, das kommt von Deppen, das kommt von Augen.
Genau. Ich sage zu den Deppen, macht eure Deppen auf, macht eure Augen auf und schaut doch mal wirklich, was da ist. Ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, wenn ihr Fernseher schaut, wenn ihr Zeitung lesen tut. Ihr seht eure Konstrukte, eure Vorstellungen, die ihr selber iteriert durch eure Interpretationen. Ja. Diese Dationen, diese Dat, das ist das Faktum. Genau. Das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum, dass du dir was denkst, dass du deine eigenen Informationen anschaust, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Mhm. Und da kannst jetzt alles, was du in deiner Welt findest, ist alles raumzeitliches Geschwätz. Ja. Mhm. Rätsel des Bewusstseins. Okay. Schau schon die Metaphern, als wieder einer draufkommt, siehst du es? Du siehst Sand. Sand. Cool. Und du siehst eine Welle hier oben. Mhm. Das ist übrigens Schaum. Der Saum ist Schaum. Schaum. Mhm. Choll. Genau. Sand. Der steckt da mit der Phönix. Wie Phönix aus der Asche. Sand. S. Raumzeitliches AND. Mhm. Ich werde zu einer existierenden Öffnung. Du wirst jetzt feststellen, dass dieses ND im Prinzip dasselbe ist. Diese existierende Öffnung ist dasselbe wie ein existierender Augenblick. Wir waren gerade beim existierenden Augenblick. Ja. Das ist nämlich auch schwanken, sich bewegend hin und her bewegen. In den Damm. Die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm. Jeder Moment, der in dir auftaucht, scheint außerhalb von dir zu sein, der scheint in dir zu fehlen. Das sind aber bloß Facettenlichter in Ecken. Mhm. Das sind die Lämpchen und das Ganze gibt ein Gebrechen, jetzt fange ich nicht nochmal an, das beschreibt genau diese Welle. Ja. Habe ich so oft gesagt. Und das, was du jetzt siehst, durch den Materialismus wird zu einer Körperbehinderung. Die Körper behindern dich zu erkennen, ich bin mein Körper, hindert dich daran zu erkennen, dass du eigentlich nichts bist, dass du Geist bist. Ja. Das führt dich zum Magel, zum Mangel, ein gestaltgewordener Engel. Schauen wir mal das im Lateinischen an. Mhm. Wenn ich das eher als Vorsiebe lese, heißt es Ex Geo. Ex Geo, ja. Ego, wenn wir das rausschmeißen. Mhm. Geo ist die Erde. Genau. Das Flächendenken, die Geometrie. Es ist Ex Geo, das ist ein herausgetriebenes Ego, kann ich sagen. Da tust du Mangel erleiden, wenn wir uns ermahnen. Gestalt gewordene Existenz ist eine Welle. Ja, genau. Und das Verrückte, wir schauen mal da nochmal ein bisschen rein. Das sind symbolische Bilder. Ja. Da ist jetzt kein Wasser, da ist kein Sand. Nein. Wenn der Menschensohn kommt, stille stehen wird die Zeit und die erste Erde, das erste erweckte Wissen, und der Himmel werden vergehen, weil das ausgedachte Sachen sind blau gelesen. Und das Meer wird nicht mehr sein, weil UB 86 El Hayom, Gott, das Meer ist nichts, ein absolutes Nichts. Das ist dieser Mittelpunkt. Mhm. Ja. Und der Menschensohn steht mit einem Bein, das polare eine, im Meer. Das heißt eigentlich auf dem Meer, weil wir die Nulllinie haben. Es gibt ja kein Oberhalb und kein Unterhalb. Das wäre schon wieder eine Seite. Und mit dem anderen Bein steht er auf dem Land. Land, Sand, Rand. AND, AND, AND. Plus der erste Buchstabe wird ausgetauscht. Ja, ja. Das ist eine Matrix. Da haben wir schon die Beine, siehst du? Und jetzt vermischt sich das. Mhm. Das ist ganz, ganz bewusst nicht irgendwann in der Vergangenheit von irgendwelchen Autoren aufgenommen. Es kommt aus dir. So wie jede Internetseite und jeder Gedanke, der in dir auftaucht, aus dir kommt. Und das gilt für deine reine feinstoffliche Gedankenwelt genauso wie für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Ja. Dieses Sinuslicht, das ich jetzt, was du sagst, das ist real, das ist echt. Die Spiegelung bin ich so oft darauf eingegangen zwischen innen und außen. In tausenden Beispielen. Es ist auch gespiegelt. Im Kopf sind im ersten Moment die Worte da, du hast nur Worte und du kannst aus den Worten gedanklich Bilder machen. Sobald es auf der Verabredung ist, hast du nur die Bilder, wenn du jetzt um dich herum schaust, und du kannst aus den Bildern Worten machen. Haus, Stuhl, Tisch. Es ist immer eine Spiegelung in allen Phasen deines Lebens.
SBI im Spiegel, kann ich immer wieder sagen, das heißt meine Schwelle. SBI, ja, meine ja. Schwelle. Shin-Welle ist immer meine logische Welle. Genau. Da steht gerade der Egel mit drin, das ist das K-Alb, das goldene Kalb. Mhm. Wie das Nichts des Polar wird. Und darum hast du es auch Kreisen runden drehen. Sie sind der Autor eines weltweit einzigartigen Films. Sie sind der Autor eines weltweit einzigartigen Films. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass unsere Welt erst einmal ein polarer Rand ist. Mhm. Ein Brandopfer. In dem Opfer steckt der Schöpfer schon mit drin. Genau. W, doppelt aufgespanntes ILD. Macht man natürlich mit dem Augenblick, das augenblickliche Licht, das in Erscheinung tritt. Ja. Das ist jetzt hier die Buchstabenwelt. Mhm. Darum heißt es und immer dran denken, aufgespannt, schwingend, ND, existierende Öffnung war dieses Schwanken. Ja. Das ist der polare Rand. Und den musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, dass du einen neuen Rand kriegst. Mhm. Einen neuen Gedanken kriegst. Ja. Wir können BR lesen, BR hast das Äußere, AND, das Äußere hin und her schwingen. Mhm. Und dann ist es auch ein Aufsteigen, ein Hinaufgehen, ein Aufkommen, Hinaufziehen, aber was hochgeht, tut im selben Moment das, was eben oben ist, nach unten hauen. Ja, ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Weiter. Der Film wird in 3D gedreht und von ihrer inneren Stimme kommentiert. Der Film wird in 3D immer diese Formulierungen, dass da irgendwas von den Bewegtbildern in der Vergangenheit entstanden ist, das ist der große Trugschluss. Stille stehen wird die Zeit. Religiöse Menschen sind doch auch bloß Schwätzer. Sie plappern alles nach mit der Vergangenheit, bauen Vorstellungen auf Wort, aufgrund von Worten in ihnen auf, an Abraham, an Jesus, an egal was, ob du an Wassermoleküle denkst, H2O, das sind die zwei H, die zwei Wahrnehmungen, die zum Kreisen anfangen. Das ist der Kontext, das ist der allumfassende Kontext, mit dem du alles verknüpfen kannst. Ja. Und du bist der Autor dieses Films. Das ist immer interessant, weil jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten mit den Aud. Wenn ich das Hebräisch schreibe, AOD, dann haben wir zuerst einmal die Zeichen. Zeichen. Mhm. Die Buchstaben, die Zeichen. Genau. Und das OR machen wir mit 70. OR ist R, Zeichenerwecker. Erwecker. Mhm. Aufgeweckt. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, dass das erwacht und erweckt ein großer Unterschied ist. Doppelt aufgespannte Ecken und die 8, die W8, ist nun mal immer die Kollektion. Das ist die 8, ist ja unser Chat. Mhm. Ja. Wobei dieses Chat, was wir jetzt Chat aussprechen, schreibt sich ja Chit. Ja, genau. Mhm. Chat, die Kollektion. Dasselbe Wort Chi ist aber das Leben. Das Leben. Mhm. Und dieses Chi, das Lebendige, gespiegelt gelesen, ist dein Ich. Mhm. Genau. Immer an die Spiegelung denken. Denken. Jetzt, wenn ich das Leben, Chi, das Licht des Sohns, spiegle, kriege ich den Nebel. Mhm. Die Existenz eines polaren Lichtes. Es ist Licht und es ist Licht. Es ist das Licht in der Lampe auf dem Projektor und die Sonne und die Lampen, die auf dem Film auf der Leinwand in Erscheinung treten. Das sind aber eigentlich gar keine Lichter. Das sind ausgedachte Lichter, strahlen nichts aus. Wohin sollten die was strahlen, wenn sie in deinem Kopf sind? Ganz nebenbei, schau mal, Totalwert 18, das rote Ich. Ja, äußere genau. Wert 18. Atta-Schwert, Affinität, der Affe, Kopf des 100. Der Pyramidenwert, die Zusammenfassung 26, das ist JHWH. Das ist beide Lichter gleichzeitig. Genau. Schöner Zufall, ne? Ja. Wirklich nicht. Verborgener Wert, die Nichts, Hüben 3, D4 Reihe und Hüben die Reihe. Genau. Die Rede ist vom Film Ihres Bewusstseins. Der Film des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist der, der den Film erschafft und sich selber seinen Film. Du bist der Geist des Bewusstseins, rot geschrieben, der sich was ausdenkt und das, was er sich ausdenkt, muss er sich anschauen. Ja. Und was du dir ausdenkst, hängt von deinem Intellekt ab.
Ich sage jetzt wieder, nimm den Computer, du bist der Computer und die Daten, die du zum Denken benutzt, dieses Wissen. Mhm. Dort. Das ist die Anordnung. Die geöffnete Erscheinung ist eine Anordnung. Das ist das Gesetz, der Glaube, wieder die Welle AOB, die Beschwörungskunst. Mhm. Und ein D hinten dran. Das, Entschuldigung. D, immer Konsonanting, DTN, die Daten. Das ist ihr Glaube, ihre Religion. Ja. Ich, Geist, generiere mir aus den Daten, statischen Daten, den, DN heißt urteilen, geöffnete Existenz, statischen heißt schlafen und alternieren, auf Hebräisch jetzt, aus den statischen Daten, ihr Glaube, ihre Religion, eines Programm, blauer Mensch, Konstrukt werde und interpretiert, eines ausgedachten Enosch. Das heißt, ein vergängliches, geistloses Konstruktionswerte, Interpretationsmechani, ich schreibe jetzt Mechanismus, M-Chat, eine gestaltgewordene Kollektion, das ist dein blaues Ich, dein ganzes Wissen, dein Intellekt, das ist das hebräische Wort für Gehirn, wenn man Waff noch dazwischen schien. Ja. Dein Ani ist dein blaues Ich, das ist das blaue Ich, das ist der Mensch großgeschrieben und als kleines blaues Ich bist du mehr oder weniger dann die Persona. Ja. Und du lebst als Mechanimus, weil der Herrscher in dir, der absolute Richter und Bestimmer über alles und jeden ist dein Intellekt. Egal, was du denkst, es ist das, was du an Wissen in dir trägst und alles, sobald in dir Wissen auftaucht, wo Figuren in deinem Traum äußern, die ja auch von dir ausgedacht waren. Jetzt, was du jetzt hörst, sind Geräusche in deinem Traum. Mhm. Und die sind, weil du sie träumst, die kommen aus dir. Mhm. Und jetzt richtest du urteilst. Du machst dann Gefühle in dich, weil du interpretierst. Du hast früher immer gesagt, ein Film ist ein Film. Ausgedachte Sachen haben als Ding an sich keine Qualität. Die Qualität entsteht durch die Interpretation, die der sich das ausdenkt, diesen von ihm selbst ausgedachten Erscheinungen zuspricht. Ja. Ob ein Mensch ein Guter ist oder ein Schlechter ist. Und du wirst dir alles mit deiner Logik logisch erklären. Genau. Er erzählt von Erinnerungen und Empfindungen, die nur ihnen allein zugänglich sind. Seine Handlung ist sehr privat. Und einmalig. Ich nenne das lieber intim. Intim haben wir schon in Time, Intime. Mhm. Und wenn man diese Time, D-I-M-H, die Überraschung und das Wunder. Wunder, beachte dieses Wunder, Time, Time. Ja. Das Erleben von Zeit. Genau. Aber die Zeit wiederum, et augenblickliche Erscheinung ist immer nur ein Zeitpunkt. Dieses Jetzt, dieses Nun, zwei Existenzen, die aufgespannt wird, wo du in der Regel bloß eine anschaust. Ja. Und darum heißt es zur Zeit, die Geburt einer aufgespannten Berechnung, Z, Waff, R, ist eine Zuformwertung. Genau, Form geben, geben. Hm. Der Geist wird zu einer polaren Existenz. Die Radix gibt, fange ich jetzt nicht nochmal an, die ist zigfach erklärt. Jetzt ist aber Z-Waff alleine heißt Befehl. Ach, auf Hebräisch. Mhm. Dieser Befehl einer Rationalität, einer Berechnung. Ja. Das heißt auch Otter, ich bin da so oft drauf eingegangen, die Geburt von was aufgespannen ist ein Befehl, ein Order. Or wiederum heißt erweckte DR, eine erweckte Generation. Genau. Mhm. Aber die Formen im Geist sind immer eben. Plus und Minus bleibt immer nichts. Expand, eine herausgetretene Polarität. Immer Plus, Minus gleichzeitig. Mhm. Wenn Berg und wenn da ist gleichzeitig da, bloß gespiegelt. Ja. Sie wird nun zunehmend zum Forschungsgegenstand der Wissenschaft. So, aber ab dem Punkt kommt nur noch materialistischer Scheiße. Hör mal kurz. In den meisten Kulturen ist der Vogel die Metapher für die Seele. V-O-G-L. Ja. Wie stabil ist Kreisen? Immer bloß einatmen, ausatmen. Hell, dunkel, gesund, krank. Und das ist die Welle. Aber in der Welle ist Wellenberg und Wellen dort gleichzeitig dunkel. Doch lässt sich das Bewusstsein beobachten
so wie wir Vögel in einer Tierdokumentation. Lässt sich das Bewusstsein beobachten? Absoluter Blödsinn. Bewusstsein kannst du nicht beobachten, weil großgeschriebenes Bewusstsein, das, was du bist, ist etwas nicht Denkbares, weil du ewig bist. Du kannst auch keinen Geist beobachten. Da kann ich dann immer wieder sagen, wenn schon einer sagt, der besitzt so viel Geist, oder können wir unser Bewusstsein beobachten? Ich bin das Bewusstsein. Das ist Bewusstsein, kannst du nur sein, das kann man nicht besitzen. Der Besitzer ist was anderes wie das, was er besitzt. Alles, was du dir ausdenkst, ist etwas, was du besitzt, zumindest in dem Moment, wo du dir das vorstellst, in dem Moment, wo du das aus dir selbst, dem rotgeschriebenen Bewusstsein, dem rotgeschriebenen Geist oder dem rotgeschriebenen Licht oder der rotgeschriebenen Energie herausstellst. Das ist ein peripheres Existenz, ist ein peripheres Phänomen, ja, das sich immer irgendwo ausgedachterweise um dieses dritte Auge, um das absolute Zentrum herum befindet. Präsentation betrachten. Sein bedeutet zu spüren, was innerhalb und außerhalb des Körpers, des Organismus vor sich geht. Immer Körper, der Körper. Jetzt ist schon der tiefgläubige Materialist. Genau. Das Gehirn, der Körper. Jetzt wirst du merken, wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, da kriegst du dann auch wieder eine Interpretation eingefiltert, dass dich das bloß noch anbietet, weil du sagst, es sind bloß geistlos programmierte Zombies. Okay. Und jetzt musst du die Schuld auf dich nehmen, weil die Ursache ist immer noch dein Programm, es wirkt immer noch der Glaube in dir. Ja. Die wichtigste Komponente ist dabei die nach innen gerichtete Wahrnehmung, ohne die es kein Bewusstsein geben kann. Jetzt schon wieder, da kann es, ohne die nach innen gerichtete Wahrnehmung wird es gar kein Bewusstsein geben. So auf Deutsch gesagt, wenn du an kein Bewusstsein denkst, ist auch kein Bewusstsein da. Aber ausgedacht, das Bewusstsein ist halt im Meer da, in dieser Metapher, die sich durchzieht übrigens durch alle Religionen. Du darfst die niemals raumzeitlich chronologisch auslegen. Genau. Dass er Jesus vor 2000 Jahren war, der ist in dem Moment, wo du ihn denkst, ist er hier und jetzt in deinem Kopf. Ja. Genauso ein Gott. Das sind alles Geschöpfe. Antonio Damasio ist ein weltbekannter Neurowissenschaftler. Weltbekannt? Was ist Welt? An was denkst du, wenn du an Welt denkst? Brandopfer. Kleinen Moment, ich muss ganz kurz aufmachen. So, jetzt krieg ich Besuch. Aha. Jetzt haben wir eine schöne Geschichte gemacht und schau, jetzt ist schon wieder Information. Das ist schon wieder Information. Du interpretierst jetzt eine Vergangenheit, wenn du das Video anschaust. Und das ist das große Problem. Jetzt schau, was um dich herum ist. Was hast du gedacht in der Zeit, wo jetzt der Monitor aus war? Jetzt muss dir klar sein, wenn du dir Helene ausdenkst. Das Helene-Programm hat in der Zeit, in dem Zeitfenster, was ganz was anderes gedacht und wahrgenommen wie du, wie derjenige, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das ist nur in dem Fall gleich, wenn du glaubst, du bist die Helene. Mhm. Wenn jetzt das Video, wir denken uns jetzt wieder immer aus, wenn jetzt das 100 Mann anschauen, ist in dieser Zeitspanne, wo auf dem Bildschirm nichts passiert ist, ist der Film trotzdem weitergelaufen im eigenständigen Denken. Mhm. Und jetzt merkst du, wenn Menschen träumen, hat jeder seine komplett eigene Welt. Und jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der wird das denken, was du denkst, dass er denkt. Das sind die Kisten. Genau. Die können nicht anders sein und du versuchst laufend, die Menschen, die du dir ausdenkst, zu verändern. Ich sage, dann denk sie dir doch einfach anders. Das kannst du aber nicht. Um das zu bewerkstelligen, müsstest du dein Programm verändern. Und das Programm von dem göttlichen Spiel wird niemals irgendwas Existierendes verändern können. Ja. Das ist die eigentliche Botschaft. Ja.
Das ist das Programm, verändern kann nur Geist. Der kann das erweitern. Verändern, immer dran sagen, für uns ist Veränderung nicht, dass wir was austauschen. Das H machen wir nicht zu einem D oder zu einem S, sondern wir machen das H, erweitern wir mit A, U, S und dann kriegst du das Wort Haus. Aber das, was ist, lassen wir komplett unverändert. Es verändert sich durch Hinzufügen. Ich kann aus einem Kreis ein Kegel machen, wenn ich ein Dreieck hinzufüge. Mhm. Dabei verändert sich aber nicht der Kreis. Es kommt bloß eine Dimension dazu. Mhm. Das ist ein Prinzip, das man zuerst nur ahnen kann als Geist. Darum ist immer wieder, dass ich sage, ich predige keine Feindbilder. Alles, was ist, hat einen Sinn. Und wenn du die höheren Ebenen betreten willst, geistig, jetzt könnte ich eigentlich sagen, die tieferen Ebenen, ich fange nicht nochmal an, oben und unten kann man nämlich austauschen, es ist gleichwertig. Es ist nur gespiegelt, wie Sonnenschein und Regen. Ich könnte jetzt sagen, trocken und nass. Ja. Mhm. Und die Frage, was besser ist, das ist schon die Falle. Kategorie 2 Frage. Du weißt, wie oft ich gesagt habe, dann nehmen wir halt einmal Sonnenschein und Regen leuchtet es jeden ein. Krieg und Frieden. Ja. Das ist einfach nur kommen und zerstören. Also der Krieg steht für die Zerstörung. Aber musst du nicht jeden Moment zerstören, um einen neuen Moment dir vorstellen zu können? Ja. Muss nicht, wenn ein Film läuft, muss nicht jeden Moment für jedes neue Bild, das aufgebaut wird, die bestehende Struktur zerstört werden? Genau. Mhm. So funktioniert das wirkliche Leben. Genau, so ist es. Ein simples Prinzip. Und du rennst gleich eine Wende. Und das Leid, das entsteht im Menschen, da muss ich jetzt ganz kurz drauf eingehen. Das sind nicht die auch von dir ausgedachten Menschen schuld. Ja, zum Beispiel, wenn du meinst, du müsstest irgendjemand etwas erklären. Dir ist noch nicht bewusst, wenn der Brösel Udo in deinem Traum zu dir ständig sagt, ich erkläre es nur dem, der mich jetzt ausdenkt. Egal, was du jetzt denkst, wenn du an mich denkst. Ja. Diesen Udo, den du jetzt denkst, oder das Pixelmännchen, das du jetzt anschaust, das ist alles nicht der Udo, der das Erbgut in sich trägt. Butor, die Scham, die Weisheit des Udo ist der eigentliche Kopf, das ist der hier oben, Beroshit. Mhm. Das sind Symbole, ob du ein Kreuz machst, das ist der im Zentrum. Der zum Patron, zum Vater gegangen ist und damit zum Vater geworden ist. Gewort ist ein geistiges, verbunden, im Geist verbundenen Ort. Mhm. Das ist das Spiel. Ja. Mhm. Dieser Geist, der eigentlich doppelt aufgespannt wird, muss ich doch nochmal schnell einschalten. Das ist dein eigenes Inneres, der innere Körper. Symbolisch müssen wir alles rot schreiben. Mhm. Das Bauchgefühl, der Solarplexus. Mhm. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die man wirklich hier nur mitkriegt, wenn man sich intensiv mit sich selbst, mit dem roten Selbst beschäftigt, das etwas ist, was man überhaupt nicht denken kann. Genau. Mhm. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ich wiederhole es immer wieder. Und ich hoffe in keinster Weise, dass irgendein Trockennasenaffe, den ich mir jetzt ausdenke, das verstehen kann. Genau. Es wird nur der verstehen, der mich jetzt ausdenkt. Mhm. Es gibt keine Zufälle im herkömmlichen Sinn. Das, was dir zufällt, bestimmst du selber. Und wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, hast du Holofeeling verstanden. Und dann war die Welt eine wundervolle Welt. Wie gesagt, du kannst auch die Naturgesetze in dem Traum verändern. Denk jetzt wieder, du bist der Programmierer und du machst irgendein Videospiel. Mhm. Also diese Naturgesetze, die sind nicht da außen unabhängig von dir. Ich sage einfach immer wieder, halt einfach das erste und das zweite Gebot. Mhm. Mach dir kein Bild von dir selbst, du bist ein Gotteskind. Als Geisteswunsch. Und mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da unten auf der Erde. DR, die geöffnete Berechnung oben, polare Existenz. Mhm. Ja. Mhm. Das ist das Spiel. Genau. Mhm.
Und der Rest passiert von alleine. Ja. Jetzt spielen wir noch eine Runde Leben. Aber wir werden jetzt ein bisschen uns mit Geduld hegen. Und es ist die Geduld, Geduld, Wachstum, Aufzucht und Vervollkommnung auf Hebräisch. Also die Radix wieder. Ja. Wir wissen das. Und kann das jetzt irgendein Mensch wissen, den wir uns ausdenken? Nein, aber es kann ein von uns ausgedachter Geistesfunken, wenn ich weiß, was es ist, wissen. Aber die Geistesfunken bist du alle selbst. Ja. Ich erkläre das so oft. Das ist wie der JCH, der vor dem Bücherregal steht. Jedes Buch steht für ein Leben. Sobald er zum Lesen anfängt, vergisst er, dass er JCH ist und dann wird er zu einem roten Ich. Der wiederum vergisst in der Regel, dass er eigentlich der Leser ist und nicht die Figur, die er sich ausdenkt, wenn er an sich selbst denkt. Wenn du an dich selbst denkst, denkst du die Hauptrolle? H-U-B. Ja. Rolle. Volumen. Du verwechselst aber das absolute Zentrum, wo wir angefangen haben in dem Video, jetzt gedacht, verwechselst du mit dem, der du zu sein glaubst. Das ist dann extrem trügerisch. Da hält sich mit Todo-Feeling die Hybris auf. Aber da ist doch nicht Todo-Feeling dran schuld. Ich kenne welche, die sind in die Klapse gekommen. Diese nicht mehr Kommunizierbarkeit mit normalen Menschen, die hier, wo kein Geist ist. Und dann doch wieder. Zum Abschluss. Alles, was du dir denkst, ist Unbewusstsein. Egal, an was du denkst. Selbst wenn du an Gott denkst, ein ausgedachter Gott, ist etwas Ausgedachtes und Unbewusstsein ist zwangsläufig was Existierendes. Ja. Ob du jetzt an einen Trockennasen, auf einen Menschen denkst, ob du dir Gott denkst, an Stein denkst, an Baum denkst, an Messer denkst, vergängliche Sachen sind nicht ewig, die sind kein Geist. Genau. Aber der, der sich diesen ständigen Wechsel seiner eigenen Gedanken und Informationen anschaut, der ist ewig. Jetzt müssen wir uns den natürlich auch denken. Das ist jetzt was Ausgedachtes, darum schreibe ich den rot. Die Hälfte, die im Meer ist und die Hälfte, die sich ständig verändert. Genau. Aber diese ausgedachte immerseiende Hälfte existiert ja nur, solange du an diese ausgedachte immerseiende Hälfte denkst. Das ist immer dieses Spiel der Symbolik. Ja. Das ist so einfach. Und dann entsteht Leid, weil sich die Hybris aufbläht. Man will immer noch irgendwas retten oder irgendjemandem was erklären. Und du wirst feststellen, es werden ganz, ganz, ganz wenige Figuren in deinem Traum auftauchen, wo hinter diesen Spiel der Masken ein Hauch von einem Geistesfunken. Es ist auch immer wieder alle, die, wenn ich jetzt ein Gogo, jetzt waren wir wieder raumzeitig, du erinnerst dich, wo wir das erste Mal, wo die zwei da gesessen sind und haben mir zugehört. Und er sagt dann sofort, du, ich habe schon immer gemerkt, da ist irgendwas ganz anders, da ist irgendwas in mir drin, das sagt, da ist ganz anders. Und wenn das nicht in dir drin wäre, wäre ich erst gar nicht in dir auftaucht. Ja. Und das sagt jeder, der irgendwie Holofeeling liest, der spricht auf die ersten paar Seiten, wo er liest, sagt er, das ist anders. Ja. Und die bleiben dabei. Und die Masse, die lesen das erst gar nicht, die wissen von vornherein schon, dass das Teufelszeug ist oder Scheiß ist. Das sind reine KIs, reine Programme. Und das Geistesfunk ist nur ein und derselbe Geist, rot geschrieben. Ja. Der hier zurzeit in einem Leben drinsteckt und dann wird er zu einem Geistesfunk. Aber du spielst alle Rollen. Weil alles erlebt nur dieser eine Geist, den du Gott nennst. Genau. Und solange du ein Gotteskind bist, bist du noch relativ einseitig in den Büchern. Und wenn du der Meister oder der Meister bist, stehst du vor dem Bücherregal und sagst ja. Bist du natürlich jetzt auch schon bist, aber dann erlebt man nichts mehr. Genau. Du inkarnierst mich ja immer wieder. Ja. In den verschiedenen Büchern. Genau. Als irgendwer oder als irgendwas. Aber es verändert nichts. Das sind Gedanken. Es bleiben Gedanken und Gedanken sind vergänglich. Ja. Das ist das Spiel. Also, ich mache jetzt immer wieder ganz gezielt das, was ich jetzt erzähle, erzähle ich in erster Linie den, der sich jetzt dieses Video anhört. Das sage ich jetzt bei dem Programm der Helene, hätte ich das jetzt nicht erzählen müssen. Das ist immer so ein Spiel. Und das sind Leute, mir waren jetzt raumzeitliche Geschichte, habe ich einen kleinen Vortrag gehalten. Bei ESO-Köpfen, eine große Masse an ESO-Köpfen und da ist dann ganz wenige, die zuhören und die anderen haben was Besseres zu tun. Ja. Egal wer das ist. Und dann haben sich so Grüppchen gebildet, während ich gesprochen habe und das sind welche, die ich als Udo in den Udo-Leben schon seit vielen Jahren kenne, wo ich schon sage, das sind solche ESO-Köpfe, die sind so gescheit in ihrer Arroganz. Die haben das nicht nötig, mir zuzuhören. Der Maxel, da ist nicht ein Hauch, dass die erkennen, was an dem, was ich erkläre, anders ist. Und die sind mir erwascht.
Und dann soll ich meiner Derbheit, sage ich, die gehen mir alle am Arsch vorbei, alle ausgedachten Menschen. Wer mich interessiert, ist der, der mich ausdenkt, jetzt in diesem Moment. Weil der ist der Einzige, der ewig ist. Ausgedachte Sachen, Existenzen, Existere heraustreten, Evolution, Revolution. Es ist so sinnlos, irgendwas festzuhalten. Selbst Weltbilder tauschen sich. Länder, sie schaffen Deutschland ab. Betonung liegt auf Affen. Sind doch auch bloß Affen. Und dann wirst du feststellen, diese Führerscheinprüfungsbogenwelt, wie ich das nenne, das wird so offensichtlich. Ja. Das Registrieren, ich merke bei vielen Sachen, das baut dann vielleicht bloß wieder Feindbilder auf, wenn ich sage, dieser Neid. Ich habe das alles in allen Variationen in den Selbstgesprächen angesprochen. Wenn du mal immer wieder deinen jetzigen Intellekt, den ich in deine Kiste hineindenke, du musst wissen, den Intellekt, den du bist, nutzt zum Denken zur Zeit, den hast du von mir, von uns, wenn du ich bist. Ja. In der Vergessenheit kriegst du es nicht mit. Und das ist immer wieder dasselbe Spiel in der Politik, wenn eine Welt verbessern wollen, die demonstrieren. Es ist immer nur Neid auf das, was sie nicht haben. Ich mache jetzt in deinem jetzigen Programm zum Beispiel ganz gezielt, in deinem Programm, wo ich immer wieder sage, so Musterbeispiele, Schröder, der junge Rode, der im Bundestag kommt, Fischer, der junge Grüne, schau dir, was am Ende passiert mit ihnen. Es ist alles Hochfinanz. Es ist, Politik ist dreckig und schmutzig. Mhm. Demokratie ist die größte Illusion überhaupt. Es ist reine Menschenmanipulation. Und umso mehr einer meint, er wüsste irgendwas. Die ganzen Intellektuellen, die Philosophen, egal was es ist, die plappern doch alle nach. Die Physikprofessoren, die Chemiker. Lass uns reinsetzen, was ich gerade mache. Wir müssen nicht einmal die Wörter anschauen, die dir erzählen über Quantenbits und solch und wahr. Sie rezitieren, sie äffen nach, was man ihnen erzählt hat. Bring mir doch einmal einen, der das gesehen hat. Die sagen immer, der hat es entdeckt und der hat es entdeckt. Mhm. Du hast meine Beispiele. Hast du jemals mit eigenen Augen gesehen, dass ein erwachsener Mann, ich muss immer das in die Vorstand stellen, ein erwachsener Mann ein Mädchen vergewaltigt und umbringt? Bring mir einen Allereinzigen, dann erlöse ich dich. Du wirst nicht einen Einzigen finden, der das richtig mit Ja beantworten kann. Du wirst welche finden, die sagen, ich habe ein Mädchen vergewaltigt, es tut mir leid, mich hat der Teufel geritten. Aber ich habe gesagt, bring mir einen, der das nur beobachtet hat. Gerne. Es gibt keinen Einzigen, der das gesehen hat. Es ist eine Märchengeschichte in meiner Schöpfung. Ja. In meiner Schöpfung gibt es im klassischen Sinn auch keine Mütter, die gibt es in Kriminalromane. Da gibt es aber auch sieben Zwerge und gibt einen Wolf, der Rotkäppchens Rotmutter auffrisst, Großmutter auffrisst. Und es gibt dann Superman und ein Rumpelstilzchen aus das Buch heraus. Aber ist nicht Sokrates und Einstein und Schröder und Fischer und die Merkel, sind die was anders? Ja, aber ich war doch schon auf dem CDU-Parteitag. Ich habe die doch schon mit eigenen Augen gesehen. Denkst du dir jetzt vielleicht, abhängig von deinem Programm? Das beweist doch nichts. Mhm. Das ist halt die Macht der Verwirklichung. Genau. Du kannst dir auch ein Handy ausdenken, das funktioniert. Mit Internetzugang. Highspeed-Anschluss. Wo du in die Hand nimmst und dann machst du eine Spracheingabe und das antwortet dir. Kannst du doch jetzt ausdenken. Jetzt. Ja. Weil das Wissen in dir drin ist und weil du glaubst, dass das funktioniert. Und dann kannst du dich informieren, wie das funktioniert und dann geh wieder dieses Geschwätz los, das nachgeplappert wird. Genau. Das funktioniert alles ganz anders. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Mhm. Das nur für den ist, der mich jetzt sprechen hört. Und es ist nur ein Allereinziger, der mich jetzt sprechen hört. Es werden erst sehr viele Geistesfunken, wenn ich sage, du arbeitest mit einem Programm. Mit einem ganz bestimmten Programm. Das ist dein blaues Ich, das ist das, was du das Ich-Mensch nennst. Ja. Das ist nur ein Schwamminhalt. Aber ja. Nicht die Substanz. Ja, genau. Mhm. Okay. Helene, ich habe Such. Du rührst dich wieder. Danke, danke. Das stimmt jetzt nicht ganz. Du hast jetzt kurz einen Besuch gehabt, nämlich mich. Ja, immer. In dir. Immer. Und jetzt falle ich wieder in dich rein. Trag dich immer in mir. Ist die Frage, falle ich in die Helene rein oder in den, der sich die Helene und den Udo ausdenkt? Und sich selbst an. Wo geht dein Körper hin? Wo geht dein Körper hin, wenn du nicht mehr an ihn denkst? Jetzt mach dir mal wirklich bewusst, wie massiv in dir noch der Glaube ist. Schau in dich rein, dass du dieser Körper bist. Ja. Und wie viel du dich anstrengst, den möglichst lang am Leben zu erhalten. Mhm. Ja. Das ist der Unterschied. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Ja, so ist es. Du lebst in einer Welt, wo Menschen
in einem wahren Leben, in ihren Vorstellungswelten, die sie sich ausdenken, dass das alles bewiesen ist, dass das hundertprozentig sicher ist, weil sie es gelesen haben, weil man es ihnen erzählt hat. Ich sage, zeig es mir, überprüf es, zeig mir, dass die Erde eine Kugel ist. Wie willst du mir das beweisen? Indem du mir ein Video zeigst, eine Erdkugel, eine Filmaufnahme, ich sage nicht, das sind flackernde Lämpchen. Ja. Ja, aber das wurde doch vorher aufgenommen. Denkst du dir jetzt aus? Es wird immer so sein, wie du dir das ausdenkst. Mach dir einfach bewusst, was jetzt wirklich da ist. Ein Gedanke, solange es nur ein Gedanke ist, egal wo du dir den hindenkst, der ist, weil du ihn denkst. Was ist die Ursache, dass du dir das denkst? Was ist die Ursache, dass auf einem Computer das oder das oder das gerade auf dem Bildschirm auftaucht? Mhm. Jetzt hast du mal das Programm im Arbeitsspeicher, die Daten im Arbeitsspeicher. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke für dieses Geschenk. Ich liebe dich. Danke. Ido. Danke. Tschüss. Bussi an die Marion. Mach dich. Ciao. Danke, Papa. Papa.